Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video kläre ich den Zeitraum, für den das Mutterschaftsgeld gezahlt wird. Wir sind also im Mutterschutzgesetz und wir sind in einer Videoserie, in der ich auf die Neuerungen im Mutterschutzgesetz hinweise, die dergestalt sind, dass die Nummern der Paragraphen sich geändert haben. Die inhaltlichen Änderungen, die materiellen Änderungen sind sehr, sehr gering, aber die Nummern der Paragraphen haben sich geändert. Wir sind also im Mutterschutzgesetz und das Mutterschaftsgeld ist geregelt im Paragraph 19 jetzt dieses Mutterschutzgesetzes. Und wie immer, oder wie oft, hilft auch hier wieder eine Visualisierung. Das ist ein Zeitstrahl. Wir stellen uns den Ablauf der Zeit von links nach rechts vor. Und wir markieren hier den Zeitpunkt der Geburt des Kindes. Dann haben wir zwei Schutzfristen. Einmal vor der Geburt und nach der Geburt. Und das Mutterschaftsgeld wird ab hier gezahlt. Ab hier. Ab Beginn der Schutzfristen. Und wenn ich sage Schutzfristen, dann unterscheidet man die Schutzfrist vor der Geburt und nach der Geburt. Die Schutzfrist vor der Geburt ist 6 Wochen. Und die Schutzfrist nach der Geburt ist 8 Wochen. Jetzt gibt es 2 besondere Konstellationen, denn alles, was ich hier gerade bisher gesagt habe, bezieht sich auf ein Kind und auf den normalen Verlauf der Schwangerschaft 9 Monate. Genau genommen 280 Tage. Ja, also man rechnet hier mit 280 Tagen. So, jetzt könnte ich das Video schließen. Jetzt gibt es aber Ausnahmen und Sonderregelungen, nämlich es gibt also diese 8 Wochen und dazu gibt es Ausnahmen und diese Ausnahmen sind Mehrlinge und Frühlingsgeburten. Ein Frühchen, wie man so im Volksmund sagt, und Mehrlinge sind Zwillinge, Drillinge und so weiter. Und wenn diese Konstellation eintrifft, dann beträgt die Schutzfrist nach der Geburt dieser Kinder, Zwillinge, Drillinge, oder des früher geborenen Kindes 12 Wochen. So, das ist aber immer noch nicht alles, denn wenn wir uns jetzt diese Konstellation, nämlich die Frühgeburt, anschauen, bedeutet das ja faktisch, dass dieser Zeitpunkt irgendwo früher ist als geplant. Zum Beispiel hier. Ja, das wäre also Frühlingsgeburt. Zu früh. Ja, hat mit Frühling nichts zu tun, sondern zu früh. Eine Frühlingsgeburt, eine Frühgeburt. Und in diesem Fall wird diese Frist, dieser Zeitraum, und zwar genau dieser Zeitraum hier, der von der 6 Wochen Schutzfrist nicht genutzt wurde, hinten dran gehängt. Ja? Also dieser Zeitraum verlängert hier diese dafür vorgesehene Frist. Das heißt, es kann sein, 12 Wochen plus diese Frist, wo das Kind früher kommt, als dieser geplante und vom Arzt prognostizierte Zeitpunkt. Tatsächlich ist es dieser Zeitpunkt. Dazwischen ist diese Abweichung. Und diese Abweichung wird hier hinten dran gehängt. Also bei einer Frühlingsgeburt verschiebt es sich.
ja, können wir sagen. Es verschiebt sich sozusagen nach hinten. Ja, das ist das Resultat, wenn man sich an einem Zeitstrahl das klar macht, dann verschiebt sich die Frist aus einer Frist vor der Geburt, die die Mutter nicht nutzen kann, wird eine Frist nach der Geburt. So kann man es auch formulieren. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.